Bevor du deine P-Disc montierst, ist es wichtig, den richtigen Platz in deinem Auto zu wählen. Um die P-Disc legal zu verwenden, muss sie in der unteren rechten Ecke deiner Windschutzscheibe platziert werden, also auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrersitzes. Mit den zwei Magneten an den Seiten deines Geräts kannst du deine P-Disc ganz einfach an deiner Windschutzscheibe befestigen. Einmal positioniert, bleiben die Magneten an Ort und Stelle. Wähle also sorgfältig aus, wo deine P-Disc platziert werden soll. Bereite die Windschutzscheibe vor, damit die Magneten gut haften. Stelle dazu sicher, dass die Innenseite deiner Windschutzscheibe sauber, trocken und nicht kälter als 15 Grad ist. Entferne nun die Schutzfolie von den Magneten, um die Klebefläche freizulegen. Die Magneten müssen am Gerät bleiben. Drücke als nächstes die Magneten mit den freigelegten Klebeflächen für ca. 20 Sekunden an das Glas der Windschutzscheibe. Du kannst die Parkscheibe jederzeit abnehmen, zum Beispiel um die Batterien zu tauschen oder die Windschutzscheibe zu reinigen. Die Magneten bleiben an der Scheibe. Im Anschluss kannst du die Parkscheibe einfach wieder zurücksetzen. Wenn du die Magneten entfernen möchtest, kannst du dies selbstverständlich tun. Beachte aber, dass du sie danach nicht wiederverwenden kannst und ein neues Paar benötigst. Neue Magneten bekommst du in unserem Shop auf ono.com. Entspanntes Parken.